wo Worte Musik werden. Singen kann ich ja schon lange, plaudern auch. Und das Lesen, das ist jetzt neu. Aber es macht mir sehr viel Spaß. Und wenn ich merke, dass es euch auch Spaß macht, dann ist sowieso alles gelaufen, alles gebombt. Und dann ist sowieso alles fein. Ich singe die Songs, um die es in dem Buch auch geht. Die Tochter des fliegenden Holländers auf der Suche nach der verlorenen Fantasie. Es geht weiter, 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 so heiter, 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 schreiben die Flammen. Sie zwingen sie unaufhaltsam auf die Wände zu starren. Wer schreibt das? Der Höllenpoet? Ein Blutflammenschreiber? Ist er vielleicht ein Clown? Einer dieser gefährlichen Höllenclowns mit Blutlippen und gelben, vermoderten Zähnen? Sie lutschen die Weisheit aus den Köpfen. Aus diesem Grunde macht der Mensch immer wieder dieselben Fehler. Dieselben Fehler, immer wieder dieselben Fehler. Immer wieder tralalalala. Und es kommt noch schlimmer. Führenden Rossen durch den Himmel. Wenn ein Mensch die blutroten Wolken sieht, muss er sich aber abwenden. Denn eine Walküre zu erblicken ist gefährlich. The Spell from Over Yonder. Took the wind out of the